Ja, hallo und willkommen zurück zu Underrail und es hat resettet 40 Pfeile und es hatte sogar schon quasi direkt nach dem Moment resettet, wo ich einen Schnitt gemacht hatte. Also ich habe jetzt hier bei dem Speicherstand, den ich nach dem Schnitt gemacht hatte, war schon der Reset durch. Ja, den Superstring hat er nicht, er hat 40 Bolzen und halt hier noch den Pfeil Monsoon, den Bogen, aber die Armbrust. Aber das nutzt natürlich nichts. Dann kaufen wir die 40. Und dann werde ich, wie gesagt, den höheren nehmen. Da die Trefferchance. Und das da reinbauen. Und ja. Machen wir das. Chuck. Wir haben jetzt 70 Pfeile. So, das kommt da rein. Dann ziehe ich schon mal die Ausrüstung an. Damage of Special Attacks, das ist das Richtige. Das Ding kann wieder. Die beiden Dinger können wieder weg. Eigentlich die Mutagene braucht man auch nicht. Ja, nehme ich einfach weiter im Inventar. Hatten wir oder hat er noch eine andere. Einen anderen Gürtel? Nee, haben wir hier noch. Damit ich vielleicht mehr Bolzen einlagern kann. Trapper's Belt ist das, was wir anhaben. One extra utility, 2 Traps increased um 10%. Cooldown of arming traps is decreased. Nehmen wir das. Einfach um einen zusätzlichen Slot zu bekommen. Denn der wird mir in dem Kampf wahrscheinlich mehr bringen. Als. Als diese Trap-Dings da. Corrosive Acids. Senkt den Threshold von irgendwas. Hat der noch Pfeile, die man kaufen kann? Nö. Bolt Trigger. Hätten wir jetzt auch viel zu wenig von, um was zu machen, damit sich das irgendwie rentiert. Ist natürlich jetzt auch keine riesige Auswahl an Pfeilen. Tranquilizing Bolt. Aber bei der Tranquilizing, wenn der auf dieses Dingen funktioniert, dann könnte das schon ordentlich sein. Da müssen wir mal rumprobieren, wie das aussieht. Ja, also das hier macht mehr Schaden und das eine rumhau, um Schaden zu reduzieren. Das hier kostet damit 25 und damit 29. Also wenn ich immer dran denke, das umzuschalten, dann sollte das auch funktionieren. Ich glaube, da waren noch andere Bolzen drin, die nehme ich alle mit. Mhm. Ja. Cave Ear. Crawler. Crawler ist zwar super, was. Ich nehme es mal mit, aber ich glaube, das nutzt gar nichts, weil ja keiner reintritt. Das hier hat voll Acid, aber nutzt mir halt auch nicht viel, wenn die mit unterschiedlichen Sachen angreifen. Also diese Tentakel, die sind respawned nach einer Weile. Das heißt, man muss am Anfang diesen
das eine Tentakel besiegen, was die Feuer-Dings da schießt. Und die anderen beiden kann man dann anscheinend ignorieren, weil die mir keinen Schaden machen. Und dann muss ich in der Zwischenzeit schnell diese Kanister kaputt schießen, weil anscheinend ja der Boss regeneriert. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt läuft. Und dann muss ich mal schauen. Hinten wurde man wahnsinnig, glaube ich. Auch wenn man runtergeht, dann müssen wir hier mal den Debuff wegmachen. Oh, da haben wir auch noch was. Hurricane ist aber auch nicht gut. Na, hier wird das auch resettet, also da bekommt. Nicht resettet, da wird das wieder hochgerechnet. Dann müssen wir noch eine Zone nach Süden gehen. Und dann da rein. So, das ist abgelaufen. Dann machen wir jetzt hier Start. Da muss ich jetzt möglichst schnell rüberlaufen. An dem Anfang muss ich auf jeden Fall vorbeischleichen. Ich will nicht gegen dieses Ding da kämpfen. Das steigt aber schon verhältnismäßig schnell. Raus. Auf 3 ist es schon hoch. Fünf.
7. Acht. Und Jord. Jetzt müssen wir uns das Gelaber erstmal wieder anhören. In regards to the poison you poured down our well, mud, it will be of no use. You have but slowed us down. For this insolence, you will suffer greatly in our embrace. Like an insect, we'll tear you or tear you limb from limb, only to resemble you and repeat the process. You will know what agony a god can inflict. Schön. Ah, okay, dieser Chort-Dings, der fällt hier sowieso weg. Okay, hätte ich mir da nicht den Aufwand machen müssen. Machen wir erstmal das Ding kaputt. Und da nehme ich mir jetzt quasi alle Zeit der Welt. Füllen wir das wieder auf. Short 1. So, zu den anderen kommen wir leider nicht so einfach. Vielleicht doch. Okay, da kommen sie. Und der hier war... Der hier sieht da am fiesesten aus. Aber jetzt nicht sicher, müssen wir mal ausprobieren dann. Also Wahnsinnsschaden ist es nicht. Okay, das ist verhältnismäßig harmlos. Ja, habe ich auf jeden Fall richtig getippt. Heilt 105.
50. Aber das funktioniert so eher nicht. Das dauert zu lang. Also bei 150 Heilung muss man sich was anderes einfallen lassen. Muss ich mal laden. Electricity. Diesmal stehen die aber deutlich schlechter als gerade noch. Dann nehmen wir halt die Seite hier zuerst. Da sind sie. Tranquilizing. Dann müssen wir mit dem anderen schießen. Oder... Na gut, der reckt ja trotzdem. Naja, aber wenn ich direkt mit dem Tranquilizing schieße. Erstmal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Ja. Dann kann ich mich weiter darauf konzentrieren. Der war aber jetzt auch nur eine Runde tranquilized. Nicht so der Hit. 77. Damit machen wir halt diesen Bonusschaden. Ja. Nee, hat nicht ganz gereicht. Aber das Ding blutet. Aha. Schockbolt. Dazed und Stunned. Okay. Schießen wir einmal da drauf. Den könnten wir erneut stunnen. Ich könnte es aber auch sein lassen. Nehmen wir mal das. Was macht das denn genau? All damage taken increased. Ach, shit, war ja... Okay. Das war jetzt Unsinn. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass diese Mistviecher da auch noch dazwischen stehen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das Ding, das Vieh töte. Eventuell sollte ich aber auch erstmal gar nichts angreifen.
sondern die Zeit nutzen, die ich hier normal rumlaufen kann, indem ich einfach nur überall Fallen lege. Ich kann ja eigentlich diese Gegner, die hier stehen, schon mit Hilfe der Fallen, die ich vergessen habe mitzunehmen, einfach töten. Dann kann ich das hier nochmal laden. Die Fallen sollte ich natürlich schon mit einem Also. Aber ich kann mir dieses Hin- und Hergelauf jedenfalls sparen. Pfeile dazu. Crossbow. Den da. Das wäre natürlich genau die falschen genommen. Sehr cleveres System. So, create. Dahin. Weg. Zusätzlicher Schaden. Nehmen wir den Kram mit. Die auch alle. Crawler nehmen wir auch mit. Ich kann das Inventar ja weitestgehend voll machen, bis ich die 130 erreicht habe. Theoretisch. Utility Belt. Da kommen wir jetzt wieder extra. Der Tranquilizing hat funktioniert. Der hat aber einen riesigen Cooldown. Cooldown 12 Runden. Schock bringt halt nur eine Runde was. Aber wir haben ja auch noch den Crawler. Aber auch nur zwei Stück. Das ist natürlich auch nicht wahnsinnig viel. Increases all biological damage taken by 50%. Aber so viel biological habe ich ja auch gar nicht. Das ist ja nix. Da haben wir ein bisschen was, aber das ist fast alles mechanical damage. Der Schaden, der durch dieses Gift dazukommt, ist minimal. Ja, da ist sonst nichts. Dann können wir wieder los. Und noch ein Versuch. Diesmal etwas eleganter. Mit dem Schild muss ich auch noch gucken, ob mich das dagegen schützt. Ich glaube, das hat es nicht getan. Da ziehe ich mal die Fallen rein. Da könnte ich allerdings auch noch ein paar Minen mitnehmen. Ich meine, Platz habe ich ja noch. Wieso also nicht? MK2, MK3. MK2. 103, da kommen immer die auch noch mit. Das ist zu viel. Ja. Davon habe ich halt ordentlich viel. Ja, man könnte auch die Cave hier nehmen, den Schaden erhöhen
Und dann von dem Borrower ordentlich was draufknallen. Naja, aber das macht eigentlich so keinen Sinn. Da müsste man mit Cave ihr schießen, weil das ja, wenn dann auf die Tentakeldinger gehen würde. Aber da wiederum würde ich ja einen Schuss brauchen. Das ja, hält sowieso nur 5 Runden. Ich würde ja einmal pro Runde auf jeden Fall einen Schuss abgeben müssen, der den Incapacitated eigentlich müssen diese Laserdinge sofort sterben, alles andere ist scheiße. Naja, probieren wir nochmal. Theoretisch kann ich den ganzen Kleinkram schon töten, noch bevor ich den ersten Angriff mache. Denn die dürften ja eigentlich an diesen Bärenfallen auch einfach nur verbluten. Solange ich mich nicht sichtbar mache, startet der Kampf nicht. Was bedeutet, dass sie da reintreten und dann einfach komplett ausbluten. Und danach habe ich den... Dann muss ich halt mehrere Fallen legen. Aber danach habe ich den gesamten Bereich zur freien Bewegung. So, guck mal hier nochmal rein. Da ist nix. Da haben wir noch 2 Pfeile. Die sind auch gar nicht mal so schlecht. Wunderbar. So, nochmal auf Short speichern. Achso, bevor ich das mache. Der ist voll. Der ist voll. Der ist fast voll. Der ist natürlich auch voll. Okay. Stealth und speichern. Nochmal auf Chort. Override. Müssen wir uns das Gelaber wieder anhören? Das war auch beim letzten Kampf von Wasteland 2 ziemliche Katastrophe. Da hatten die noch was viel Längeres, wo man dann noch einen Dialog führen musste und so weiter, bevor man den nächsten Kampfversuch machen konnte. Wie man das mit dem Regenerieren aber schaffen soll, wenn da 6 sind, das lasse ich mal dahingestellt. Da muss man ja quasi schon gegen alles immun sein, damit das funktioniert. Vielleicht, wenn man Konstitution 10 hat und entsprechende Perks ausgewählt hat, dass das irgendwie möglich ist. Weiß ich nicht.
Ja, Labadu. So. Wir fangen hier an. Jetzt drei Pfeile verbraucht. Na, vier. Nö. Das sind einfach Pfeile, die wir sparen können. Und ja, am Schluss liegt es nachher an zwei Pfeilen und das habe ich dann auch nicht vor. Die kurze Zeit kann man jetzt ruhig mehr investieren. Ja, wunderbar. So, jetzt können wir rumlaufen, gucken, dass diese Viecher quasi spawnen. Wobei es auch sein kann, dass die aus diesen Löchern kommen. Weil es aus Löcher sind. Wir haben ja alle Zeit der Welt, dadurch, dass ich mehr regge als der Schaden macht. Macht natürlich nur Sinn. Wenn diese Viecher nicht immer wieder respawnen. Shit. Ah, das hat nicht funktioniert. Der läuft mit einem verhältnismäßig großen Radius hin und her. Okay, der sieht einen. Dann bleibe ich da erstmal auf Distanz. Schaden kann es auch nicht. Da darf ich nicht ganz so nah dran stehen.
wird die Platte falsch gerendert. Wird über ihm drüber gezeichnet. Stand ich da jetzt zu nah dran? Oder geht der grundsätzlich in den Kampf, wenn er eine Falle tritt? Müssen wir nochmal ausprobieren. Dieses Mal sind es zwei. Aber zum Ausprobieren ist es wurscht. So. Prinzipiell funktioniert es, aber wirklich Schaden machen tut das auch nicht. Dann grenze ich den erstmal nur ab. Ja, man sieht halt schon, dass der Cooldown von den Fallen ein bisschen leidet. Ja, und der Schaden da ist halt reckt ja sogar. Noch aus. So, safe. Shot 1. Dann werde ich jetzt ich könnte entweder hingehen. Das wäre wahrscheinlich sogar das cleverste. Da oben eröffnen und dann vor den anderen weglaufen. Denn dann, dann kann ich zumindest die, darf ich nicht ganz so weit, ganz so nah rangehen. Dann könnte ich diesen Stealth-Schuss drauf machen. Oder ich mach das. Das würde von hier oben sogar noch am besten funktionieren. Da kann es natürlich jetzt sein, oder da wird es wahrscheinlich so sein, dass da nochmal zusätzliche Typen sind.
Lalala. Okay, speichern. Kann ich mich einmal bandagieren und restealthen. Hat jetzt nur bedingt funktioniert, oder? Naja, hat sogar sehr gut funktioniert. Der Scanner ist natürlich doof. Der ist sehr schnell mit dem Scannen. Den würde ich gerne töten. Okay, die Viecher sind wieder zurück. Ah ne, das war bevor ich bandagiert habe. Das ist jetzt etwas ärgerlich, weil ich nicht regge. Aber ich habe so viel Soße, die ich benutzen kann. Kommen jetzt die Viecher, jetzt kann ich mir das reinhauen. Nein, reicht auch nicht mal. Ups. Da oben ist wahrscheinlich, oder da unten ist reingetreten. Wer weiß. Kann ich? Ja, es sieht ja noch aus, als wenn ich kann. Hier macht auf Dauer hier zu viel Schaden. Ich müsste hier quasi. Darauf hoffen, dass er möglichst direkt da reintritt. Oder ich müsste dem dann direkt noch ein paar Fallen hinlegen. Oder der sieht die Fallen, das kann natürlich genauso sein. Ich weiß aber auch nicht, was der für einen Radius hat, in dem er laufen kann. Was ich machen werde, ist jetzt, dass ich den mit Fallen quasi abschneide. Selbst wenn er die sieht, würde er dann nicht weiterkommen, ohne über die Fallen drüber zu laufen. Dazu ist es natürlich jetzt nötig, dass der zurückgeht. Damit bin ich jetzt wieder in dem Bereich, wo. Das haut doch schon ab.
Okay. Ah, der hält nicht viel aus. Den kann ich damit also durchaus töten. Beziehungsweise er stirbt da dran sogar jetzt. Sehr gut. Ne, der stirbt noch nicht. Ja, ernsthaft, ein Punkt. Da habe ich jetzt aber super Pech gehabt. Prinzipiell funktioniert's. Hätte ein Ding einmal um einen Punkt höher ticken müssen, dann wäre er tot gewesen. Ne, da unten ist ziemlich egal. Hau ab. Ich lauf mal schnell wieder zurück. Damit ich die Bandage benutzen kann. Natürlich jetzt ein bisschen zeitmäßig blöd. Aber danach, wenn es einmal losgeht, dann muss es fix gehen. Ich glaube, die Falle hat er schon ausgelöst. Ne, oder nicht? So. Dann kann ich so oder so das jetzt hier starten. Na, kontaminiert durch diese... Und 38 Schaden. Also, kontaminiert darf ich nicht werden. Dann macht der Rums auch zu viel Schaden. Jetzt läuft er in die falsche Richtung, das ist doof. 30. Oder wird das vielleicht immer stärker, dieses Elektro-Ding? Könnte ich mir sogar gut vorstellen, als Art Enrage-Timer, dass es, ich warte jetzt einfach mal und guck mal, wie hoch das geht. Ja, es geht stetig höher. Jedes Mal um 2 Punkte. Dann kann ich das natürlich mit den Fallen vergessen.
Dann habe ich nicht die so viel Zeit, wie ich mir gewünscht habe. Dann würde ich sagen, lege ich hier los. Ja. Soll ich den auch noch da drauf feuern? Ich denke nicht. Weiß auch nicht, ob die brennen oder so. Können wir mal das ausprobieren. Wahrscheinlich wird es nichts nutzen. Ja. Immun. Ja, das war recht klar. Das hier ist der Fiese. Ach, jetzt hatte ich meinen Bolzen dafür verschwendet gerade. Ja, das machen wir nochmal neu. Ey, das machen wir nochmal ganz neu. Oh, ich sehe gerade, ich muss eh einen Schnitt machen. Dann werde ich hier einen Schnitt machen und dann beginnen wir das beim nächsten Mal nochmal neu und dann auf möglichst Speed. Also, bis zum nächsten Mal.